Hi Leute und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Habt ihr eigentlich schon mal die Werbung gesehen? Zum Beispiel von eBay oder von Autoherstellern. Da geht es zum Beispiel darum, dass man sagt, wenn euch die Geschenke nicht gefallen, könnt ihr sie ja kostenlos zurückschicken. Wer zahlt den Preis dafür? Meistens die Zusteller, die 10 Stunden arbeiten oder noch länger, für knapp 1000 Euro im Monat. Wer zahlt den Preis dafür? Wir alle machen uns kaputt, damit ihr irgendwas zurückschicken könnt. Und dann wird das noch so verkauft, ist ja gar nicht schlimm, kann man ja zurückschicken. Oder die Autohersteller. Der günstigste Wagen, nur 9000 Euro, kann sich jeder erlauben, so ungefähr. Unser Fahrzeug für alle. Ich bin auch alle. Ich kann mir keine 10.000 Euro PKWs erlauben. Auch keine 9.000 Euro PKWs. So krass ist die Welt. Aber wir hauen Werbung raus. Für alle. Autos für alle. Ja. Ich fühle mich jedes Mal richtig in den Arsch getreten, wenn ich sowas höre und sehe. Ich verdiene 567 Euro netto für einen ganzen Monat arbeiten. Das ist weniger als ein Hartz-IV-Empfänger kriegt, der nicht arbeitet. Und wenn ich Arbeit und Hartz-IV zusammennehme, habe ich ungefähr ein Tausender. So, ungefähr. Vielleicht 1100. Selbst davon kann ich kein SUV bezahlen. Selbst davon kann ich kein irgendwas.